Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dagobert TV. So, ich habe gerade eine Eule vom Himmel geholt. Fand es ziemlich lustig, wie sie uns hier gerade anstarrt. Deswegen habe ich sie mal kurz liegen lassen. Ich habe jetzt schon einiges an Mats besorgt. Wir fangen jetzt hier einfach mal an. Ich meine, wir müssten sogar durchkommen. Aber ich werde es jetzt einfach mal machen. Ich habe es jetzt nicht auf das letzte Stück ausgerechnet. Dafür ist es einfach zu aufwendig, weil du hast ja so viele verschiedene Elemente da oben. Aber ich denke, das sollte jetzt gehen. Wir knüppeln jetzt hier einfach mal alles durch und gucken, wie weit wir kommen. Und wenn dann hinterher noch zwei Steine fehlen, dann besorge ich die auf jeden Fall noch. Das sollte kein Problem sein. Dann habe ich mal mich ein bisschen mit dieser Elektrogeschichte auseinandergesetzt. Da werden wir heute auch noch mal ein paar Veränderungen vornehmen. Zum einen möchte ich das Fahrrad abreißen, möchte die Batterie nach hinten legen und ja, noch so ein paar Sachen. Einfach mal, um da ein bisschen mehr, ja, einmal Sicherheit reinzubekommen, ne? Weil die Batterie hier vorne kriegt sie ja schon ganz schön Damage zwischendurch. Das kann ich dann hoffentlich vermeiden. Wenn wir sie weiter nach hinten stellen, sodass die da, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen safe ist. Und hier vorne wird dann im Endeffekt nur einmal dieser Verteiler für die Fallen stehen. Und dann sollten wir für die Nacht auch gut sein. Was ich hier sehr lustig finde, das hatten wir ja in der letzten Folge festgestellt, dass das alles so schwebt. Das ist tatsächlich so. Das funktioniert und das scheint auch kein Fehler zu sein. Es liegt halt einfach daran, dass gewisse Teile jetzt so eine Art Trägerfunktion irgendwie bekommen haben. Keine Ahnung, ob sie das irgendwann nochmal ändern, weil in der Theorie kannst du jetzt einfach, das geht sogar so weit, dass du Träger in der Luft hängen lassen kannst, habe ich jetzt gesehen. Und die Sachen schweben dann halt einfach. Also so kannst du es in Sicherheit bringen. Ich denke aber, dass das zum Beispiel Sachen sind, was auf jeden Fall nochmal gefixt wird, dass da irgendwo mindestens ein Ankerpunkt am Boden bestehen bleiben muss. Aber das sind jetzt alles nur Vermutungen und Spekulationen. Aktuell geht es und ja, deswegen werden wir das mal lassen. Gut, also wir sind durchgekommen, das ist schon mal schick. Ich habe jetzt hier vorne noch ein paar Fundamente hingepackt, weil wir die Windturbinen noch ein bisschen erweitern werden, beziehungsweise vermehren sollen sie sich. Guck mal, jetzt fehlt ein einziger Ziegel. Naja, ist wie es ist. So, ich habe den Abriss-Skill jetzt bis Ultimo durchgeskillt. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt hier dran gehe, ich hoffe, dass wir die Drähte und so weiter dann auch wieder kriegen und dass nicht einfach alles im Nirvana hier verschwindet. Wir gucken mal. So, die beiden habe ich jetzt abgerissen. Jetzt habe ich das Drahttool. Ne, wir haben scheinbar keine Drähte wieder gekriegt. Liegen denn jetzt hier irgendwo welche rum? Ne, also die scheinen tatsächlich weg zu sein. Ärgerlich, aber ist dann halt so. Okay, so, dann lasst uns mal sehen. An die Fallen, das funktioniert schon. Oh, ich habe hier ein Element vergessen, ob ich das noch gesehen habe. Der Teil hier hinten funktioniert. Das Einzige, was uns fehlt, ist quasi der Eingang zu diesem guten Stück hier. Und den ziehe ich jetzt hier vorne durch. Und der sollte. Hier andocken. Genau. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt das Kabel hier, kann ich das einfach. Ei, wie seid ihr? Also, Moment mal, was ist denn jetzt passiert? Wieso seid ihr hier? Hä? Was habe ich denn jetzt ver. Die rennen jetzt einfach da oben lang? Verfluchte Hacke. Okay, da muss ich auf jeden Fall gleich noch was machen. Das ist nicht cool. So, dann ziehen wir sie halt so runter. Okay, gut, dass die jetzt kam. Da müssen wir auch gleich auf jeden Fall noch tätig werden. Muss ich nur eine Wand einsetzen. Ist jetzt nicht so mass. Wer zum Henker haut jetzt hier in meiner Base irgendwelche Sachen kaputt, Schätzelein? Kannst du das mal lassen? Hammer. Okay, das machen wir jetzt direkt als erstes, dass das nicht nochmal passiert. Und zwar brauchen wir Holz und Bretter. Die müssten wir noch haben. Holz, Bretter passt. Auf nach oben. Nummer 1.
Nummer 2. Und auch die Upgrades gehen durch. Mist. Gut, aber ist egal. Das ist ein Stein. Den kriege ich nachher auf jeden Fall gekloppt. So, jetzt wieder zurück zum Thema. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Also, den ersten können wir wieder abreißen. Machen wir jetzt noch schnell. Dann haben wir das mit dem Abreißen nämlich erledigt. Ich gehe mal gerade hier in die Dingsperspektive rein. Jawohl, das scheint richtig zu sein. Passt. So. Und Drähte scheint es wirklich nicht zurückzugeben. Okay, das ist jetzt ärgerlich. Das habe ich nicht bedacht in meiner Konstruktion. Gut, ist egal. Müssen wir jetzt erstmal mit klarkommen. Jetzt muss ich gleich nochmal ein bisschen Eisen besorgen. Wichtig ist, dass wir das jetzt erstmal alles zusammengeschraubt bekommen hier. Das heißt, wir brauchen jetzt als erstes mal die Platten. Kupfer, Plastik, Gummi, das Zeug nehme ich mir jetzt mal alles. Seile. So, und dann setzen wir jetzt als erstes mal die Batterie. Zack. Gucken, wo ich die überhaupt... Da ging es gerade. Ich glaube, da sind auch die Anschlüsse. So, perfekt. Der Verlauf ist richtig. Das Ding klemme ich hier einmal ab. Achso, doch, dann kriege ich das Kabel wieder. Ja, sehr cool. Einmal. Und zweimal. Also hier wichtig, wenn ihr die Kabel behalten wollt, müsst ihr die alten erst abklemmen. Sonst wird das nichts. So, und dann haben wir hier von dem Stück. Fangen wir da hinten direkt an. Dann haben wir das Teil beseitigt. Hierhin. So, das heißt, wir haben jetzt einmal Windturbine, einmal Solarzelle. Die laufen hier in die Batterie. Jetzt füllt sich nämlich auch die Batterie. Das war der Fehler, den ich gemacht habe. Und jetzt kann ich hier sagen, und jetzt kriegen wir hier auch Anzeigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, es gab nochmal einen Hotfix, ob das jetzt hiermit zu tun hat. Hier kann man jetzt auf jeden Fall schön ausmachen. Man sieht, was reinkommt. Man sieht, was rausgeht. Diese 500 kW finde ich schon irgendwie lustig. Ich weiß nicht, ob das an der Batterie vielleicht sogar liegt. Ja, hier, 500 kW ist das Höchste, was durch die Batterie reinkommen kann. Leistungsgrenze 500. So, und was bringt so eine Windturbine? Nicht, dass wir die jetzt völlig überlasten hier. Da müssen wir nämlich auch drauf achten. Guck mal, die bringt 25, also alles gut. Das heißt, wir können jetzt hier die nächste Windturbine dran tackern. Kriegen wir noch eine hin. Was fehlt uns? Ein Motor und ein paar Platten. Ja gut, die Platten sind kein Problem. Aber ich habe nur noch ein Kabel. Zack. Und zack. Das sind ja schon, es müssten ja schon 6 Platten im Prinzip sein, die wir da brauchen. Okay, so, also wie gesagt, für die Windturbine, gut, die 5 Platten ist kein Problem, ein Motor. Mal gucken, ob wir den noch hinkriegen hier. Dann arbeite ich das halt mal gerade falsch rum, das ist ja kein Problem. Nee, so rum. Stopp. Achso, guck mal, ich habe ja eh noch 4. Brauche ich nur einen rückwärts machen. Dann nehme ich mir hier einen von den... Wo sind sie denn? Hier. Zack, und dann kann ich da einfach 5 Platten von machen. So, und jetzt gucken wir mal, was wir für den ollen Motor brauchen. Nochmal 2 Eisenbahnen. Also nochmal 2... Zweimal Draht. Zack. So, Motor... Ah, ich glaube, das wird uns gleich das Genick brechen. Wir versuchen es. Also noch eine Windturbine kriegen wir aufgestellt. Zack. Und jetzt brauchen wir nochmal Draht. Der ging hier. Ah, sehr schön. Ach, guck mal, ich habe sogar noch ein bisschen was. Sehr gut. So, dann einmal hier ran. Einmal hier ran. Was bringt eigentlich die Solarzelle? Und funktioniert die komplett? Oh, die bringt 75. Das heißt, wir haben jetzt aktuell 150 Eingang, wenn ich das richtig sehe.
Das heißt also, im Standby müssten wir trotzdem noch ein Plus generieren. Schade, dass hier permanent diese 500 steht. Das finde ich irgendwie blöd, dass man da nicht irgendwo eine Anzeige hat, dass man sehen kann, wie viel da wirklich reinkommt. Guck mal, hier gehen jetzt 2,5 durch. Das ist schon mal was ganz anderes. Für das Upgrade, da brauchen wir aber noch Kupfer, Impuls und elektrische Platte. Die gehen, glaube ich, hier, ne? Elektrische Platte, oh, gut, das ist gar nicht so teuer. Und dieses Impulsding habe ich noch nicht mal gelernt. Ist aber auch nicht so teuer. Okay. So, dann haben wir die Story jetzt fertig. Die Batterie lädt. Die fallen auch. 102 zu 500. Eigentlich müsste die Batterie permanent laden. Ich weiß halt nicht, was jetzt passiert, wenn die Fallen angehen, ob die dann mehr verbrauchen, ob das in irgendeiner Form überhaupt einen Unterschied macht. Kann ich nicht sagen. So, das heißt, ich würde jetzt nochmal losgehen. Haben wir irgendwo einen Stein gerade in Sicht noch, den ich wegkloppen kann? Da vorne bestimmt irgendwo. Dass wir einmal das eine Upgrade noch fertig kriegen, bevor ich das vergesse. Und dann mit einem Blick auf die Uhr würde ich fast sagen, können wir gleich nochmal einen Ausflug machen, wa? Nichts Großes, aber zumindest was Kleines nochmal. Vielleicht so ein paar einzelne Häuser looten oder so. Ja. Komm, nehmen wir den da vorne auch mit, dann kriege ich vielleicht das eine Fundament noch aufgewertet da. Oder auch, ach guck mal, das sind direkt zwei Steine wieder. So, und ach so, und genau, was wir auch nochmal machen können, nochmal wegen Waffen-Upgrades gucken, weil ich habe jetzt doch bei Ausflügen und auch zu Hause einige Tiere noch erwischt. Also explizit Vögel, vielleicht kriegen wir das eine oder andere da noch durchgezogen. Ach so, warte mal, ich gehe mal wieder in die Ego zurück. So, das haben wir. Mehr Äste, da gibt es noch welche. Dieser Steinhaufen, ne? Der ist mega. Den nehme ich eigentlich jedes Mal mit, wenn ich dran vorbeikomme. Deswegen habe ich kleine Steine eigentlich auch immer genug da, lustigerweise. Und man kriegt die kleinen Steine jetzt auch aus den Felsen raus. Das, was ich persönlich jetzt aktuell noch ein bisschen unbalanced finde, tatsächlich, ist das Verhältnis normale Steine zu einem anderen. Ne? Weil dadurch, dass ich so viel von diesen Ziegeln brauchte, habe ich jetzt einen Überfluss an einem anderen. Das ist schon irgendwie, also keine Ahnung, vielleicht sieht es aber auch einfach an meiner Bauweise, wäre auch möglich. Kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Ach so, und das Bettchen hier, das müssen wir noch woanders hin tun. Fällt mir mal gerade noch so auf. Das hat ja letztes Mal Feuer gefangen. Das kommt diesmal einfach auf die andere Seite. Bett. Sechs Stoffe. Halt. Immer diese Geschichte mit dem Hammer. So, jetzt. Bauen wir dich halt hier hinten einmal hin. Du störst ja niemanden. Kommst du da hin? Fertig. Und dann setze ich hier einmal den Respawn-Punkt. Dann haben wir das auch schon mal. Gut, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, Upgrades wollte ich machen. Also hier weiter Ziegel und Zement. Da hinten, da oben war die Wand, die noch fehlte. Wir müssen das auch alles irgendwann nochmal auf Metall kriegen. Muss ich nochmal Äste für farmen. Glaube ich. Metall haben wir, glaube ich, relativ viel. Aber Äste ist das, was noch so fehlte. Jetzt fehlt schon wieder ein einziger Ziegel. Naja, gut, ich kriege halt jedes Mal vier raus, ne? Das ist dann einfach so. Komm, dann ignorieren wir das jetzt. So, dann lass mal einmal hier geschwind alles rauswerfen. Das ganze erweiterte Zeug zumindest schon mal. Gummiplastik behalte ich noch. Weil wir das gleich für die Upgrades noch brauchen. Perfekt. Und dann hier nochmal das ganze Zeug rein. Stofffetzen. Wo habe ich die denn jetzt wieder hergekriegt? Kann man in der Werkbank zerlegen. Ganzen Ranken nochmal weg. Und den können wir auch wegballern. So. Stofffetzen zerlegen. Okay, gut, dann wollten wir hier ran und einmal Werkzeuge. Das wäre jetzt nochmal wichtig für mich, die Spitzhacke. Da brauchen wir Hirsch. Hammer Hirsch. Wolf Hirsch. Ei, Hammer. Knochen, Geflügelknochen nehme ich mal so mit rüber. Taube. Ach, wisst ihr was? Ich nehme alles. So. Dann gucken wir hier nochmal. Eisenbarren war das, was ich brauchte. Ach, guck mal, wir haben so viel Eisen. Das ist echt unglaublich. Äste sind halt die Dinge, die fehlen, ne?
Machen wir mal so. So, und jetzt lass uns mal sehen, dass wir hier nochmal was hinkriegen. Also Spitzhacke, zack. Nochmal Spitzhacke. Brauche jetzt einen Kupferbarren. Kann ich mir zwei Stück vom basteln. Mach erstmal nur einen. Spitzhacke auf 6. Spitzhacke auf 7 fehlt Skill. Boah, könnte ich sogar. Lass mich mal sehen. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ne, Forschungsmaterial konnte man zu Blättern machen. War das an dem Tisch hier? Wo man aus Blättern Forschungsmaterial machen konnte? Hehe. So, ich will jetzt aber nicht alle Blätter raushauen. Wobei eigentlich vielleicht schon. Nochmal kurz gucken, wie viel brauchen wir wirklich. 130. Also im Prinzip einmal kurz einmal draufklicken. 20 haben wir. 21, okay. Und jetzt nochmal 11. Ja, ist jetzt nicht der Burner, was da übrig geblieben ist, aber zumindest ein bisschen. Das war es mir jetzt aber ehrlich gesagt wert. Ach, ich Vollpfosten. Jetzt sehe ich doch... Ah. Soll jetzt echt nochmal ein paar Blätter farmen gehen? Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Machen wir aber. Ich brauche eh. Wie viele Punkte fehlen jetzt noch? 6. Das heißt, wir brauchen 60 Blätter. Guck mal, das geht so schnell. Ich brauche eh noch ein paar Äste. Machen wir das jetzt gerade zusammen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Hatte ich nicht die Energie ab... Nee, habe ich angeschaltet, glaube ich. Na komm, jetzt zerlegen wir gerade. Oh, jetzt habe ich gegessen. Das wollte ich nicht. So, das Thema wäre erledigt. Was habe ich jetzt gesagt? 60 Blätter brauchten wir, ne? 15? Wieso kriegen wir denn nicht so viel, nicht viele Blätter? Ja, gerade mal gucken. Da gab es 2. Ja, landet jetzt nicht. Schade. Oh, Metallbrocken. Das wäre nochmal Kupfer, den nehme ich natürlich auch mit. Können wir gleich mal testen, wie viele Schläge wir mit der neuen Spitzhacke brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mega nice. Dann überlegt, dass man am Anfang 12 brauchte, glaube ich. Oder 13 sogar. Ist das schon ordentlich. Also guck mal, hier überall noch die Felsbrocken. Die kann ich mir nachher noch besorgen. So, ihr glaubt gar nicht, wie gespannt ich jetzt auf die 10. Nacht bin. Weil mit der steht und fällt, so wie ich das jetzt sehe, eigentlich alles. Weil da kommt das erste Mal so ein Three-Head. Und da werde ich dann sehen. Und das sollte ich vielleicht auch mal dazu sagen, die Base ist immer noch nicht das, was ich mir vorstelle. Es ist halt immer noch so ein Testobjekt aktuell. Sobald aber wir alle Gegner hier hatten, und da fehlt jetzt ja im Prinzip nur noch der Three-Head, und wir in etwa wissen, wie die sich verhalten, dann werde ich anfangen, richtig zu bauen. Ich kann mir jetzt aktuell vorstellen, dass wir auf diese gesamten Waffen wie Pendel und so weiter verzichten werden in Zukunft, weil, ja, da wird der Three-Head nicht durchkommen, denke ich mal. Aber da müssen wir halt, wie gesagt, mal gucken, wie der sich verhält, wie der überhaupt läuft. Die gute Nachricht ist, der Typ ist relativ langsam, habe ich ja auf dem Eisenberg festgestellt. Jetzt haben wir mehr als genug Äste. Einfach ein bisschen quatschen, dann vergeht die Zeit auch so schnell, dass ich gar nicht mehr mitkriege, was ich mache. Alles gut. So, dann machen wir jetzt das Ding fertig. Weiß gar nicht mehr warum. Ach ja, genau, wir wollten die Waffen bzw. die Spitzhacke noch weiter aufwerten. 6 brauchten wir noch. Ei. So, dann wollten wir hier rein und hier rein und da rein. Und dann wollten wir hier rein... Und den letzten Kupferbarren noch machen. So. Und dann nochmal hierhin, dahin. Bums. Sehr geil.
Ja, gut, hier diese kleinen Upgrades, die knall ich jetzt mal alle durch. Da kriege ich zwei von fertig. Oh, dann nehmen wir auf jeden Fall den Basie erstmal. Klebeband ist kein Problem. Basie plus 3, plus 3, plus 3. Er hier fehlt noch. Weiß nicht, was das überhaupt bringt, den aufzuwerten. Ich weiß es nicht. Geht vielleicht schneller oder so. So, dann Basie hätte Priorität. Polizeischild kann ich auch gerne nochmal einen aufwerten. So, was fehlt uns denn jetzt für den Basie? Hirsch. Also plus 5 fehlt uns Hirsch, plus 3 fehlt uns Sperling. Haben wir vielleicht noch Sperlinge? Ne, ich habe ja alles rausgeholt. Und haben wir noch irgendwas? Plus 6. Wieder Hirsch, Spitzhacke fehlt uns. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Gut, dass ich das nochmal gesehen habe. Wo bist du hin? Spitzhacke? Bumm, haben wir auch. Und jetzt fehlt uns wieder ein Upgrade. Ansonsten plus 5, das ist Hirsch, Rabe. Okay, also da brauchen wir jetzt wieder einige Dinge, aber die Spitzhacke auf 8 ist schon mal richtig cool. So, dann lass uns den tierischen Kram mal wieder rauswerfen. Dann müssen wir uns mal überlegen, wo wir jetzt hingehen wollen. Kräuter. Machen wir uns noch ein paar Eier. Noch ein paar Vögel. Meisten die Kräuter und die Beeren wieder raus. Mit Kochen muss ich mich auch unbedingt nochmal auseinandersetzen. Ich glaube, Benzin und Eisenstücke war das für diese Zellen. Da brauche ich nämlich auch noch welche von für die Nacht. Wo waren sie hier? Da sind sie. Ich mache mal direkt eine volle Putsche hier. So, dann haben wir da auch genug. So, es ist zwar noch nicht so weit, ich weiß, aber trotzdem bin ich bei solchen Sachen immer lieber vorbereitet. Und wenn ich es jetzt schon in der Tasche habe, kann ich es ja nachher nicht mehr vergessen. So einfach ist das. So, ich packe aber jetzt die Zellen trotzdem erstmal wieder weg, weil die muss ich ja jetzt nicht mitschleppen. Das gleiche gilt für die Ranken. So, das bleibt hier und den Hammer würde ich gern hier lassen. Den ziehe ich mir wieder runter und das Schild ziehe ich mir runter und jetzt haben wir beide Buffs. Wir haben alles, was wir brauchen. Dann lass uns mal losrennen. Wir haben, jetzt gucke ich mal gerade auf Uhr, wobei wir haben schon 22 Minuten. Das, nee, dann hätten wir jetzt krasse Überlänge. Dann machen wir jetzt doch nach dem Angriff hier nochmal Schluss. So, stopp. Fällt mir noch eine Sache ein, die ich auf jeden Fall noch testen wollte. Wenn ich jetzt hier den lieben Herrn auf ausstelle, funktionieren die Fallen dann überhaupt noch? Bupp. Batterie lädt sich übrigens immer noch richtig voll. Das finde ich schon mal gut. Ja, sie funktionieren trotzdem. Warum? Warum funktionieren die trotzdem? Verstehe ich nicht. Ey, ich beschwere mich nicht, aber ich verstehe es nicht. Der Flammenwerfer, das wäre jetzt noch die andere Frage. Aber ich habe die Stromzufuhr jetzt gekappt. Eindeutig. Sie haben trotzdem funktioniert. Naja, ist wie es ist. Gut, also dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich schneide jetzt doch rüber in die nächste Folge. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen nochmal zu einem kleinen Loot-Ausflug und zu den Vorbereitungen für Nacht Nummer 10. Ich freue mich. Tschüss.